Hey Selina, geht's los? Nee, Ralf, es geht noch einen Moment. Oh. Selina jetzt? Nein, Ralf, du musst noch ein bisschen geduldig sein. Oh Mann. Aber jetzt Selina, oder? Nee, Ralf, immer noch nicht. Aber ich hab was für dich, komm. Schau mal, ich hab ein ganz tolles Geduldsspielzeug für dich. Das hilft dir sicher dabei, geduldig zu sein. Toll. Ich schau mal wie lange sie braucht. Oh, Ralf, schnell leg das Spielzeug weg. Yes. Es geht los. Yes. Ja, yes. Es geht los. Schnell. Hey, freu mich. Hey, Kinder, ist so toll, dass ich euch wieder sehe. Ich habe euch so vermisst. Schön, dass wir wieder zusammen Kiko machen können. Mit euch, mit der Selina. Und ich freue mich richtig jetzt. Ja, und wir haben heute auch wieder ein ganz tolles Programm für euch vorbereitet. Ihr dürft also gespannt sein. Aber bevor wir starten, wollen wir den willkommen heißen, warum dass wir hier sind. Jesus. Und wenn ich jetzt bete, könnt ihr, wenn ihr wollt, die Augen schließen und an ihn denken. Jesus, es ist schön, dass du bei uns bist. Dass du bei jedem Einzelnen bist, bei den Kindern, hier. Und ich danke dir, dass du uns jetzt viel Spaß, viel Freude schenkst für die Kiko. In deinem Namen. Amen. Ja, Ralf, wie geht's denn jetzt weiter? Ah, so, jetzt mal alle aufstehen. Alle, macht euch Platz. Hallo, ich habe gesagt, alle, auch die Eltern, denn jetzt starten wir durch. Jetzt singen wir für Jesus, jetzt tanzen wir für Jesus. Und Kinder, wenn ihr wollt, ruft den Namen Jesus aus, wie wir es im Kiko machen, dass die Wände wackeln. Und los geht's. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los geht's. Du bist stark, 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 du bist der Stärkste. Du bist groß, 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 du bist der Größte. Du bist Gott der ganzen Welt, dessen Wort nie verfällt. Du bist stark, du bist der Stärkste. Du bist Gott der ganzen Welt, dessen Wort nie verfällt. Du bist stark, du bist der Stärkste. Wer mir vertraut, bekommt neue Kraft. Wer mir vertraut, der kann fliegen. Und ich flieg, 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 flieg wie ein Adler. Weil ich dir vertraue, flieg ich wie ein Adler. Ich bin stark, stark, stark. Du bist groß, 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 du bist der Größte. Du bist Gott der ganzen Welt, dessen Wort nie verfällt. Du bist stark, du bist der Stärkste. Wer dir vertraut, bekommt neue Kraft. Wer mir vertraut, der kann fliegen. Und ich flieg, 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 flieg wie ein Adler. Weil ich dir vertraut, flieg ich wie ein Adler. Ich bin stark, stark, stark. Und ich flieg, 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 stopp! Und ich flieg, 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 flieg.
Und ich flieg, 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 stopp. Und ich flieg, 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 stopp. Und ich flieg, 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 flieg wie ein Adler, weil ich dir vertraue. Flieg ich wie ein Adler, ich bin stark, stark, stark. Yeah.
Das geht ja ewig. Oh Mann, um diesen saftigen Kern hier rauszubekommen, braucht man echt so viel Geduld. Hallo, Selina. Hi, Anatol. Wow, der Obstsalat sieht ja echt lecker aus. Ja? Und du hast sogar einen Granatapfel gekauft. Ich finde diese roten, leckeren, saftigen Kerne so lecker. Oh, ich mag die auch total. Aber weißt du was? Man braucht so viel Geduld, um diese Kerne hier rauszubekommen. Echt? Ich denke, diese Frucht kann uns was über die Frucht des Geiges lehren. Echt jetzt? Da bin ich aber gespannt. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Komm, wir setzen uns hin. Okay. Anatol, schau dir mal diesen wunderschönen Granatapfel an. Um an die Kerne ranzukommen, braucht man so viel Geduld. Aber die ganze Mühe lohnt sich, weil diese Kerne schmecken einfach köstlich. Ja, manchmal ist es genauso im Leben. Wir wollen unbedingt ganz schnell was haben. Aber dann muss man warten. Und wir wissen nicht mal, wie lange wir warten müssen. Und in solchen Momenten geduldig zu bleiben, ist so schwer. Oh ja, da gebe ich dir recht. Hey, das erinnert mich an eine Geschichte, die ich vor kurzem gehört habe. Echt? Ja. Hey, da gibt's einen neuen Dino, Snapsaurus. Und mit seinen spitzen Zähnen kann er dich beißen. Und er kann mit dir reden. Und du kannst ihn mitnehmen in deiner Jackentasche. So einen hätte ich auch gern. Hi, ich bin Snapsaurus. Spiel mit mir. Hey Ben, du hast ja einen Snapsaurus. Ah ja, was für eine Frage. Ich bin doch so ein guter Junge. Und meine Mama hat mir versprochen, immer wenn ich ein guter Junge bin, kauft sie mir das neueste Spielzeug. Du Ben, darf ich mit dir mal spielen? Nein, was für eine Frage. Ist doch meins, ich teile doch nicht mit dir. Ich gehe jetzt, tschüss. Hey, Ben hat seinen Snapsaurus verloren. Wenn ich ihn jetzt nehme, kann ich schon mit ihm spielen. Nimm mich mit. Spiel mit mir. Ich soll dich mitnehmen? Aber dann muss ich auch nicht mehr so lange warten. Hey, Armin. Hey. Hi, was hast du denn da? Einen Snapsaurus. Und er spricht mit mir. Er sagt, ich soll ihn mitnehmen. Aber ist das nicht gestohlen? Nimm mich mit. Spiel mit mir. Du weißt schon, dass du gerade auf ein Spielzeug hörst? Wäre es nicht viel besser, auf das zu hören, was Gott zu dir sagt? In Jakobus 4, Vers 17 steht, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, dann macht er sich schuldig. Das heißt, wenn ich ihn jetzt mitnehme, ist das Stehlen und Sünde? Dann nehme ich ihn nicht mit. Dann gebe ich ihn wieder zurück. Mach das Richtige. Du sagst es, Snapsaurus. Mach das Richtige. Tschüss, Armin. Tschüss. Hey, Ben. Ich glaube, der gehört dir. Was will ich mit einem Snapsaurus? Hey, mit dem kann man doch noch spielen. Der Snapsaurus, der ist doch Schnee von gestern. Guck mal, was ich Neues bekommen habe. Haha, das ist der Gigantosaurus und er ist riesengroß. Und es macht so viel Spaß, mit ihm zu spielen. Oh Mann, was ist das denn für eine Geschichte? Unglaublich, dass der Ben den Snapsaurus einfach in den Müll geworfen hat. Ja, dabei hätte Armin doch so gerne mit Snapsaurus gespielt. Aber er war so ehrlich, als er Ben den Snapsaurus zurückgegeben hat. Also ich bewundere die Ehrlichkeit und die Geduld von Armin. Er wusste nicht mal, ob er jemals so ein Snapsaurus kriegen würde. Ja, und es war ihm so wichtig, das Richtige zu tun. Manchmal geht es doch auch uns so. Wir wollen unbedingt etwas haben und wir können es kaum mehr aushalten. Das stimmt. Hier geht es um Gegenstände.
Manchmal müssen wir so lange warten, bis wir unsere geliebten Menschen wieder in den Arm nehmen zu können. Und dabei fällt mir eine Geschichte aus der Bibel ein. Lass uns mal wieder diese Geschichte genauer anschauen. Jakob liebt seinen zweitjüngsten Sohn Josef mehr als alle anderen und schenkt ihm ein besonderes Gewand. Die 10 älteren Söhne hassen Josef dafür. Sie entführen ihn und planen sogar, ihn zu töten. Verkaufen ihn dann aber doch nur in die Sklaverei nach Ägypten, wo er schließlich im Gefängnis landet. So viel zum Thema heile Familie. Aber Gott steht Josef bei und arrangiert Josefs Freilassung. Dann wird Josef vom Pharao sogar als dessen rechte Hand über ganz Ägypten eingesetzt. Josef rettet so das ägyptische Volk während einer Hungersnot und rettet dabei auch seine Brüder und Familie vor dem Hungertod. Wieder einmal sehen wir, wie Gott der Torheit und Sünde in Abrahams Familie mit seiner Treue begegnet. Er wandelt sogar das Böse der Brüder in eine Gelegenheit um, Leben zu retten. Das ist auch das, was Josef ganz am Ende des Buchs sagt. Er sagt zu seinen Brüdern: Ihr habt damit Böses geplant. Gott aber hat damit Gutes geplant, um viele Leben zu retten. Diese Worte stehen ganz bewusst am Ende des Buchs, weil sie nicht nur die Geschichte von Josef und seinen Brüdern, sondern das gesamte Buch zusammenfassen. Selina, wusstest du, dass Josef 17 Jahre alt war, als er von seinen Brüdern gekauft wurde? Oh, das ist ja unglaublich jung. Mhm. Aber in all dieser Zeit war Gott an Josefs Seite. Sag mal, wie alt war Josef eigentlich, als er seine Brüder wieder gesehen hat? Ich glaube, er war 40 Jahre alt. 40 Jahre alt? Mhm. Das bedeutet, er hat seine Brüder und seinen Vater 20 Jahre lang nicht gesehen? Ganz genau. Das ist ja mega lang. Und ob er in dieser Zeit seine Brüder vermisst hat, das wissen wir nicht so genau. Immerhin waren sie auch ziemlich gemein zu ihm gewesen. Ja, ja. Aber seinen kleinen Bruder Benjamin und seinen Vater hat er garantiert total vermisst. Mhm. Sag mal, hast du eigentlich auch schon mal jemanden so richtig vermisst? Oh ja, meine Familie. Ich musste mal für 4 Wochen im Stück im Ausland arbeiten. Da habe ich meine Frau und meine Kinder so sehr vermisst. Oh, das glaube ich dir. Aber was hat dir denn geholfen in der Situation? Zum Glück gab ab und zu mal Telefonate, so wir konnten ab und zu mal telefonieren. Nimm dir einen Moment Zeit und denke über folgende Fragen nach. Du kannst das entweder alleine, mit deinen Geschwistern oder mit deinen Eltern tun. Erstens, hast du auch schon mal jemanden vermisst und musstest geduldig auf das Wiedersehen warten? Zweitens, lies Römer 15, Vers 5 in deiner Bibel. Drittens, was könntest du tun, wenn es dir schwerfällt, geduldig zu bleiben? Halte das Video kurz an und beantworte die Fragen. Es kann ganz schön hart für uns sein, wenn wir jemanden sehr vermissen, aber ihn gerade nicht sehen können. Und bestimmt geht es vielen von euch gerade genauso. Vielleicht vermisst ihr eure Großeltern sehr, aber aufgrund der besonderen Situation, in der wir gerade leben, könnt ihr sie leider noch nicht besuchen gehen. Oder vielleicht vermisst ihr auch eure Schulkameraden, eure Lehrer oder eure Freunde sehr. Aber ihr müsst noch geduldig sein und warten. Gerade in solchen Situationen, in denen wir jemanden sehr vermissen, kann es besonders schwer sein, geduldig zu bleiben. Aber was bedeutet es denn eigentlich, geduldig zu sein? Ja, geduldig zu sein heißt, auf etwas zu warten und während des Warten eine gute Einstellung zu behalten. Das bedeutet, während wir warten, freundlich zueinander zu sein und auf Gott zu vertrauen. Gott will ja uns helfen, das sagt er in der Bibel, in Römer 15, 5, das lesen wir, das sagt Gott. Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, ein zu sein und in Frieden miteinander zu leben. Geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. Wie gut zu wissen, dass Gott uns dabei helfen möchte, geduldig zu sein. Ja. Und manchmal müssen wir etwas länger warten. Aber garantiert müssen wir jetzt nicht so lange warten wie Josef, bis wir unsere Verwandten und unsere Freunde wiedersehen können. Und während wir warten, ist Gott an unserer Seite. Amen.
annehmen. Manchmal verstehen wir nicht, warum wir so lange auf eine bestimmte Sache warten müssen. Vielleicht vermissen wir jemanden gerade sehr und wir wünschen uns von Herzen, diese Person so schnell wie möglich wiederzusehen. Oder vielleicht möchtest du auch unbedingt eine bestimmte Sache haben, aber du musst geduldig sein, weil du sie nicht sofort bekommen kannst. Es gibt viele Situationen, in denen es uns schwerfallen kann, geduldig zu sein. Aber Gott möchte dich ermutigen. Er möchte dir dabei helfen, geduldig zu bleiben. Und wenn du möchtest, dann darfst du jetzt mit mir zusammen beten. Ich werde dir einige Sätze vorsprechen und du darfst sie nachbeten. Und wenn du möchtest, dann darfst du hierfür die Augen schließen, um dich besser auf Gott konzentrieren zu können. Wir werden ihn gemeinsam bitten, dass er uns hilft, geduldig zu bleiben. Jesus, du siehst, dass es mir schwerfällt, geduldig zu bleiben. Du siehst, was ich mir wünsche. Bitte hilf mir. Amen. Hey, und Gott möchte dich immer wieder aufs Neue ermutigen. Er ist auf deiner Seite. Und auch wir als Kindergottesdienst-Team möchten dich ermutigen. Deswegen werden wir nächste Woche Freitag um 17 Uhr live auf YouTube sein. Und wir möchten uns mit euch austauschen und einfach hören, wie ihr eure Freizeit gestaltet. Wir möchten hören, wie es euch geht. Und deswegen freuen wir uns richtig darüber, wenn ihr nächste Woche 17 Uhr am Freitag mit dabei seid. Ihr könnt euch einloggen über den YouTube-Kanal. Dort findet ihr das Video und wir freuen uns sehr, wenn ihr live mit dabei seid. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Gewinnspiel und beim Basteltipp. Tschüss! Ui, Osterhase! Ich hab so Lust auf Schokolade. Hey, hey, stopp, 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 oh, halt! Oh. Stopp! Die sind doch für die Kinder. Das kannst du doch nicht einfach aufessen. Für wen sind die eigentlich? Sehr gute Frage. Das wollte ich gerade herausfinden. Möchtest du mir dabei helfen? Oh ja, Selina. Okay, cool. Also, in diesem Topf hier haben wir die Namen mit allen Kindern, die diese drei leckeren Schokoladen-Osterhasen gewinnen möchten. Cool. Und ich mische das jetzt gut durch. Und dann werden wir drei Namen ziehen. Der erste Name gewinnt diesen ganz großen Schoko-Osterhasen. Und die anderen zwei gewinnen die zwei kleineren. Oh, gut. Machen wir es doch so. Ich mische und dann zähle ich auf drei und dann darfst du den ersten Namen ziehen, okay? Oh ja. Okay, gut durchmischen, damit es auch fair ist natürlich. Okay. Eins, zwei, drei. Ich bin schon gespannt. Der Gewinner des ersten riesigen Schokohasen ist Amelie Rizzuti! Amelie, du hast mich für dich tollen großen Schoko-Osterhasen gewonnen. Super! Sehr gut, und jetzt haben wir aber noch zwei weitere Kinder, die gewinnen können. Okay, wieder auf drei. Mal durchmischen. Eins, zwei, drei! Der zweite Gewinner ist Jan Leichsenring. Ja, super! Du hast den zweiten Osterhasen gewonnen. Cool. Okay, und das dritte Kind, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Wer hat den dritten Hasen gewonnen? Und das dritte Kind ist Joel Rizzuti. Hey, cool. Cool, Geschwister. Sehr cool. Jetzt könnt ihr zusammen eure Schokohasen essen und die natürlich auch mit euren Geschwistern teilen. Cool. Hey, und es wäre ja cool, wenn es wieder was zu gewinnen gibt, oder? Was gibt's denn zum Gewinnen, Selina? Gute Frage. Möchtest du es mal raten, was es gibt? Oh ja. Okay, sehr gut. Also, um es zusammenzubauen, braucht man ziemlich Geduld und auch etwas Zeit. Aber wenn man es dann zusammengebaut hat, kann man seine Stifte reinstecken. Hört sich nach einem Puzzle an. Aber es kann nicht sein. Puzzle kannst du keine Stifte reinstecken. Doch, Ralf, das geht. Ich zeige dir die. Schau mal, mit diesem coolen 3D-Puzzle. Hey. Dieses Puzzle kann man zusammensetzen und dann kann man seine Stifte und seine Schellen reinstellen. Guck mal, da ist ein cooler Delfin drauf. Den hätte ich auch gern. Oh ja, das glaube ich. Ich auch. Und wenn auch ihr dieses coole 3D-Puzzle gewinnen wollt,
Dann schick die Antwort auf folgende Frage an kids@cgfr.de bis spätestens Montagabend. Und die Frage lautet: Wie hieß der kleine Bruder von Josef? Und wir sind fast am Ende vom Kindergottesdienst, aber jetzt kommt noch der Basteltipp. Und wir zwei, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim nächsten Gewinnspiel und viel Spaß beim Basteltipp. Viel Spaß, tschüss. Kinder, tschüss. Gleich geht's los mit unserem Basteltipp. Hierfür brauchst du 15 dünne Röhrchen, eine Klorolle, Filzstifte, einen Locher, Klebeband in bunt oder durchsichtig, eine Schere und Murmeln oder dicke Holzperlen. Halte das Video kurz an, damit du die Sachen holen kannst. Wenn du alles hast, dann kannst du das Video weiterlaufen lassen. Hallo Kinder, jetzt geht's los mit unserem Basteltipp. Wir haben heute gehört, wie wichtig es ist, geduldig zu sein. Ja, und um dieses coole Spiel hier zu basteln, brauchen wir etwas Geduld. Aber wenn wir es geschafft haben, dieses Spiel zu basteln, dann macht es richtig Spaß. So, ich erkläre euch jetzt als erstes, was ihr alles braucht. Ihr braucht Röhrchen. Davon braucht ihr mindestens 15 Stück. Und es wäre wichtig, dass es dünne Röhrchen sind. Sie dürfen nicht zu dick sein. Dann braucht ihr eine Klorolle. Ihr könnt natürlich auch eine Zähnerolle nehmen und die in zwei Teile schneiden. Auf jeden Fall braucht ihr eine Papprolle. Dann braucht ihr einen Locher. Den findet ihr im Arbeitszimmer von euren Eltern. Und wir brauchen einen dicken Klebstreifen. Dann, wenn ihr möchtet, könnt ihr noch Buntstifte nehmen oder besser noch Filzstifte. Mit denen könnt ihr nämlich nachher die Röhre bemalen. Das kann man machen, muss man aber nicht. Und zu guter Letzt brauchen wir natürlich auch noch Murmeln. Bestimmt habt ihr solche in eurem Kinderzimmer. Einfach solche Murmeln aus Glas. Ihr könnt aber stattdessen auch entweder aus Styropor solche kleinen Teile nehmen oder das geht auch wunderbar mit großen, dicken Holzperlen. Wofür wir die brauchen, das erkläre ich euch nachher gleich. Ja, wir kommen zum ersten Schritt. Als erstes braucht ihr diese Klorolle. Und wer möchte, darf diese Klorolle jetzt bemalen. Ich habe hier Filzstifte. Und wie ihr seht, habe ich hier diese Rolle auch schon gemalt. So sieht es dann mehr mir aus. Und im zweiten Schritt habe ich dann diese bunte Klorolle einfach mit einem dicken Tesafilm umwickelt. Das hilft, dass diese Rolle etwas stabiler wird, wenn wir nachher die Löcher reinmachen. Dann kommen wir schon zum nächsten Schritt. Und hier brauchen wir den Locher. Ja, jetzt nehmt ihr die Rolle. Und bestenfalls habt ihr ja schon Klebeband drum gewickelt und dann dürft ihr die so platt machen. Und dann nehmt ihr einfach diesen Locher und dann macht ihr Löcher in diese Rolle rein. Ich drück mal. Okay, super, das hat geklappt. Ich habe jetzt hier zwei Löcher drin und ihr macht es so lange, bis ihr ganz viele Löcher in dieser Röhre habt. So, ich mache jetzt auf der anderen Seite auch nochmal welche rein, damit ich euch nämlich gleich gut zeigen kann, wie das am besten funktioniert. Genau. So. Und wir machen nochmal welche rein. Dann kann ich euch direkt zeigen, wie man das Röhrchen da durchsteckt. So. Und auf der anderen Seite noch. Genau. So. Und ganz wichtig natürlich, dass man auch hier in der Mitte überall Löcher drin hat. Okay, jetzt kommen wir zum nächsten Teil und hierfür brauchen wir die Röhrchen. Die Röhrchen sind ja normalerweise so lang. Ich habe die Röhrchen schon gekürzt, denn es funktioniert besser, wenn dieser Knick nicht dabei ist. Also schneidet diese Röhrchen ungefähr ein bisschen mehr als auf der Mitte einfach einmal ab. So, und dann stecken wir das Röhrchen durch diese Löcher durch. Und das machen wir, bis unsere Rolle so aussieht. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie kann man denn hiermit spielen? Ganz einfach. Und zwar kommen jetzt die Murmeln ins Spiel. Eure Papprolle, die ist schon stabiler durch das Klebeband.
könnt sie aber auch, wenn ihr möchtet, auf einem Karton festkleben. Und genau, was ihr nämlich nicht vergessen solltet, ist, hier unten so einen Schlitz reinzuschneiden. Denn dann kann die Murmel nachher aus diesem Schlitz rausrollen. Genau, also ihr dürft es dann festkleben auf einem Karton oder so stehen lassen, wie ihr möchtet. Und dann kommen die Murmeln ins Spiel. Und diese Murmeln oder diese Kugeln aus Holz oder aus Styropor, die werden hier oben drauf gelegt. So viele, wie ihr möchtet. Und dann dürft ihr natürlich das Spiel zu zweit spielen oder auch zu dritt oder zu viert, wie ihr das möchtet. Und der Erste darf beginnen, hier ein Röhrchen rauszuziehen. Aber ihr müsst natürlich aufpassen, dass diese Murmeln auf keinen Fall runterfallen. Ich würde zum Beispiel dieses lilane Röhrchen nehmen. Okay, bisher hatte ich Glück. Und das macht ihr so lange, und dann behaltet ihr die bei euch. Und dann schaut ihr mal, wer am Ende die meisten Röhrchen hat. Und genau, und ihr müsst einfach ganz gut aufpassen, dass die Murmeln nicht runterfliegen. Also, wie ihr seht, ist es ganz einfach, dieses coole Spiel zu basteln. Und ihr könnt es mit jemandem zusammen machen. Und genau, ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu sehen. Tschüss!